Und jetzt kommen wir mal zu der Statistik selber, zu der Stochastik. Das ist extrem wichtig. Es wird für dich immer alles genauso in Erscheinung treten, wie du glaubst, dass es ist. Selbst die Naturgesetze, die du einem beweist. Denk jetzt einfach, du spielst ein Videospiel. Die Naturgesetze der virtuellen Welt, die mit einem Videospiel simuliert werden. Bestimmtes Programm, im Anfang war das Programm. Das ist mal das Erste. Jetzt komme ich ganz kurz zur Stochastik und da muss man jetzt wirklich wissen, was stochastisches Denken ist. Du wirst, wenn du was beweisen, einem beweisen willst, wirst du immer mehr Beweise in dir auftauchen, werden immer mehr Beweise in dir auftauchen, die das bestätigen, was du glauben willst. Und wenn du nach Fehler suchst, wirst du immer mehr Fehler finden in dem, was du widerlegen willst. Und immer dran denken, du hast eine Traumwelt, die teilt sich in den reinen Gedankenbereich und in den für dich sinnlich real wahrgenommenen Bereich. Sinnlich wahrgenommener Bereich ist, ich bleibe jetzt nur in der Optik, ist das, was ich sage, was auf der Feuerbrille ist. Das heißt, wenn du glaubst, dass da außen vor die Krankenhäuser sind, und du kennst es ja nur vom Hören sagen, weil du das glaubst, wirst du, wenn du losmarschierst in deiner Welt, wirst du vor die Krankenhäuser. Wenn du es nicht glaubst, dann wird da nichts los sein in den Krankenhäusern. Jetzt ist es nicht die Frage, sich stellen, was ist jetzt da außen, der Wellenberg oder das Wellental? Es ist beides außen, du schaust aber bloß die Seite an, die du mit deinem Glauben verwirklichst. Und jeder, angenommen zwei, wir denken uns zwei aus, die streiten. Das habe ich durchgespielt hier mit dem Gehirn, ist jetzt in einem Schädel eines Menschen ein Vogel drin oder ein Gehirn drin. In deiner Traumwelt wird das realisiert, was du glaubst und die Figuren, die jetzt du dir auch ausdenkst, denen du dann zeigst und beweist, dass das nicht stimmt. Wir können jetzt ins Weißenburger Krankenhaus gehen und dann können wir nachschauen, ob das sind. Der Geist, der träumt, erlebt den Traum und die anderen Figuren werden zwangsläufig das sehen, was er dann sich in die anderen Köpfe reindenkt. Dieser Satz, was glauben oder was denken die dann von mir? Kannst du sofort wegschneißen, weil jedem Menschen, den du denkst, ist ein Gedanke, den du denkst, über das denken und glauben, was du denkst. Aber du hast keinen Einfluss drauf als träumender Geist. Du kannst das still beobachten und dir bewusst machen, dass sich an dir selbst dabei nichts verändert. Ob du dich jetzt als Schulkind denkst, als Pubertierender, als 30-Jähriger oder als alten Menschen denkst, diese Information beginnt in dem Moment zu existieren, wo du dran denkst. Und wenn du nicht mehr dran denkst, ist es weg. An dir selber, wie ich sage, an dem Leser verändert sich nichts. So, das sind jetzt ganz einfache Worte und jetzt schauen wir mal, inwieweit Menschen das verstehen. Aber ich muss ganz von den Worten nochmal machen mit der Stochastik selber. Wenn du wirkliche Stochastik, diese Zufallsberechnung ist definitiv, ich sage beim Wetterbericht, habe ich gesagt, das ist 50-50, du kannst da Münzen schmeißen. Wenn du jetzt ein Fanatiker bist, kannst du dir beweisen, dass der in 80-90% stimmt, der Wetterbericht. Wenn du mal vollkommen ohne vorabgestimmte Meinung das überprüfst, ist es wirklich 50-50. Und ich will dir das einmal nochmal erklären, weil das selbst auch, da gibt es wieder mehrere Seiten. Als erstes sagen wir jetzt, du denkst, ich habe ein Kartenspiel in der Hand, das Kartenspiel mit 52 Karten. Und da sind 26 rot und 26 schwarz. Und ich halte jetzt das Kartenspiel hin und du musst raten, ob ich eine rote oder schwarze Karte in der Hand habe und mir dennoch die dann jedes Mal weglegen und schreiben auf, ob du einen Treffer hast oder keinen Treffer hast. Und wenn wir das jetzt durchspielen, ist es wie beim Würfelspiel. Das wird um die 50-50 Trefferwahrscheinlichkeit, wenn du so frei redest, wirst du immer plus minus 50-50 Trefferwahrscheinlichkeit haben. Mal hast du, wenn mehr Treffer, mal hast du, wenn weniger Treffer. Und wenn man das jetzt über mehrere Male, wo man da das Kartenspiel durchrastern, die mehr oder weniger Treffer wieder mitteln statistisch, wirst du feststellen, dass sich das auch wieder die Waage hält. Dass die Fälle, wo du meinetwegen hier Trefferquote hast, das sind ja, ich frage dich ja 52 Mal, du kannst 52%, wenn du 52 Mal die richtige Farbe errätst, dann haben wir Trefferwahrscheinlichkeit von 100%. Wenn du jedes Mal falsch hast, haben wir eine Fehlerquote von 100%. Und es schwankt jetzt und da, wenn du das gemischt machst, selbst über viele Iterationen, wenn wir das jetzt, ich sage jetzt einmal 10 Mal machen, 20, 100 Mal machen und dann schauen, wie oft hast du mehr Treffer, weniger Treffer und wir mitteln das wieder arithmetisch, bleibst du bei 50-50 Wahrscheinlichkeit. Ich sage in einem krassen Fall, dass du immer nur rot sagst, selbst dann hast du 50-50. Und wenn du immer nur schwarz sagst, hast du auch 50-50. Du musst jetzt, um diese Wahrscheinlichkeit zu brechen, diese 50-50 aus der Nulllinie rauszukommen,
müsstest du eigentlich wirklich wissen, welche Karte ich habe, und dann wäre es dir möglich, zum Beispiel der Trefferquote vor 100% immer zu wiederholen oder auch bewusst eine Fehler, das Gegenteil, eine Fehlerquote, weil du dann ganz bewusst immer sagst, du weißt, es ist ein Rot und du sagst Schwarz. Dann kannst du eine Fehlerquote vor 100% werfen. Aber absolut, das ist das Geheimnis der Chaosmathematik. Darum ist das Chaos das Genaueste, was es überhaupt gibt. Das ist der eigentliche Kosmos.